Hau ab! Fass mich nicht an! Sagte sie, als der Schatten des Monsters über die Wand vor ihr tanzte und immer größer und größer wurde. Der heiße Atem der Kreatur blies in ihr angstverzerrtes Gesicht und jagte Schauer über ihre feuchte Haut. Dann trat es plötzlich aus dem Schatten heraus und stand vor ihr, öffnete sein schreckliches Maul voller Zähne und stieß einen Schrei aus, der das Blut gefrieren ließ. Ihr Angsthasen fand auf den ältesten Geistergeschichtentrick des Westens rein. Der Brüller war klasse. Gut gemacht, Tante Troll. Das war ich nicht. Ich dachte, du warst das. Steht, dass die Eisenbahngesellschaft demjenigen 1000 Dollar zahlt, der die Leiche des Grizzlies bringt, der vor kurzem oben im Eisenbahnlager aufgetaucht ist. Die Kugel! Das Geld könnte ich sehr gut gebrauchen. Ja, holen wir unsere Gewehre! Nur mal langsam, ein Grizzly aufzuspüren ist nicht das gleiche wie eine Hirschjagd. Man braucht dazu eine ziemlich starke Waffe, denn wenn man ihn nur anschießt, lebt man vielleicht nicht mehr lange genug, um einen zweiten Schuss abzufeuern. Er übertreibt, das erzählt er uns doch bloß, weil er die 1000 Dollar Belohnung für sich kassieren will. Wie kannst du es wagen, so mit Old Shatterhand zu sprechen? Sowas würde er mit uns nicht machen. Ich hätte den Bären gestern erschießen können, wenn ich's gewollt hätte. Aber Grizzlies sind für Apachen viel zu wichtig und zu edle Tiere, um sie für Geld zu töten. Shatterhand hat recht. Wir können doch einfach versuchen, ihn aus der Gegend zu vertreiben, bevor er irgendwelchen Schaden anrichtet, wenn ich mich nicht irre. Auf keinen Fall. Die Eisenbahngesellschaft will das Biest tot sehen. Und nicht die Belohnung. Ja, ich auch. Wenn die Eisenbahngesellschaft überall Plakate aufgehängt hat, werden alle in der Gegend jetzt nach dem Bären suchen und ihn jagen. Schäm! Was hast du dir denn diesmal wieder für einen Blödsinn ausgedacht, Hopperfrag? Und wegen Blödsinn! Wir kriegen 1000 wunderschöne, leckere Dollar, wenn wir diesen Grizzly zur Strecke bringen. Ist es nicht so, Tante Troll? Wen interessiert denn schon das Geld? Alles, was ich will, sind nur Grizzly-Steaks. Morgens, mittags und abends. Was hast du denn mit diesem komischen Ding vor, sag mal? Ganz einfach. Passt mal auf. Okay, Tante Troll. Du tust jetzt mal so, als wärst du ein Bär und holst dir diese schöne, saftige Roastbeef-Beute. Mit dem größten Vergnügen, Hopperfrank. Zufällig habe ich nämlich gerade Hunger wie ein Bär. Seht genau hin. Köstlich. Was um alles in der Welt ist denn jetzt los? Das hat doch vorhin noch perfekt funktioniert. Lass mal sehen. Schade auch, das ist keine Belohnung für Hopperfrank. Der Einzige, der diese Belohnung einkassieren wird, bin ich. Stimmt's oder habe ich recht, Leute? Ganz bestimmt, Boss. Ganz bestimmt, Boss. Die Einzigen, die Belohnung kriegen, sind wir. Wir? Oh, ich meinte nicht uns. Ich meinte dich uns. Wir uns kriegen gar nichts. Schon besser. Boss. Was ist denn? Kannst du mich uns jetzt loslassen? Der weiße Mann glaubt, er kann den Grizzly verjagen, indem er überall hässliche Bilder von ihm verteilt. Guckt euch das an! Wenn die Apachen jedes Mal ein Bild aufhängen würden, sobald wir einem wilden Tier begegnen, dann wäre unser Land mit Papier übersät. Ja.
Was ist das denn, Bukadi? Ein Bild von einem großen Bären. Sieh mal, Winnetou. Der weiße Mann verspricht, jedem 1000 Dollar zu zahlen, der diesen Bären hier tötet. Ich habe mit 13 Jahren meinen ersten Grizzly getötet. Und mein Vater hat mir nichts als Lob dafür bezahlt. Dann werde ich diesen Bären töten und dein Lob dafür bekommen. Und werde endlich auch ein Krieger sein, wie ihr alle. Du bist zu jung, um einen Bären zu jagen, Bukadi. Aber ich nicht. Ich werde diesen Bären kriegen. Dann werde ich ein Krieger sein. Squaws können keine Krieger sein, Shoshi. Sie können nur Squaws sein. Ich glaube, ich behalte meine weißen Freunde lieber im Auge, damit sie nicht noch zu Bärenfutter werden. Manchmal macht Winnetou mich so wütend. Dann könnte ich ihn... Ja, ich habe eine Idee, Shoshi. Ich bin ein Mann und du bist alt genug, um einen Bären zu jagen. Du hast wirklich ein helles Köpfchen, Bukadi. Ja, wir werden den Grizzly zusammen jagen. Ja, wir müssen uns beeilen. Oh, ich sehe Spuren. Wo? Wo? Gleich da drüben. Sie führen in diese Büsche da. Vorsicht, der ist ein Menschenfresser. Ist alles okay? Ich hab ihn! Wir sind reich! Das ist doch kein Bär! Wer hat denn was von einem Bären gesagt? Ich hab mein Mittagessen gejagt. Wie soll ich denn dieses blöde Vieh jemals fangen, wenn ihr nicht mal eine einfache Falle aufstellen könnt, blöden Männer? Keine Sorge, Boss. Dauert nur noch eine Sekunde, dann haben wir die Falle auf. Ja, wir haben die Falle gleich auf. Dauert nur eine Sekunde. Ah! Guck mal, der reißt seine Klappe weiter auf als die Bärenfalle. Mach deine dafür zu, Blödmann. Und befreie ihn endlich von der Falle. Diese alten Volltrottel da unten wüssten selbst dann nicht, wie man einen Bären fängt, wenn er als Bettvorleger bereits vor ihren Betten läge, wenn ich mich nicht irre. Du irrst dich absolut nicht, mein Freund. Winnetou, was führt dich hierher? Ich habe das Plakat gesehen. Du willst den Bären auch fangen? Nein, ich will den Bären davon abhalten, seine Jäger zu fangen. Genau wie wir. Hey, ich habe eine Idee. Wenn wir drei es schaffen, den Bären als Erste zu finden, können wir ihn vielleicht verjagen, bevor noch jemand verletzt wird. Die Idee ist gut, Sam. Ja, aber die Chancen, ihn zu finden, sind größer, wenn wir uns aufteilen. Die Spuren sind noch ganz frisch. Er muss hier in der Nähe sein. Noch ein paar Minuten, Jake, und wir können uns die Belohnung teilen. Wo ist das Biest? Ja. Das blöde Ding klappt schon auf. Dass ich ein großer Krieger bin. Ja!
Ich habe ihn. Ja. Wollt ihr mich umbringen oder was soll das hier werden? Tut mir wirklich leid. Sieh mal da drüben. Das sind Spuren vom Grizzly, ja. Muss da in der Höhle wohnen, wenn ich mich nicht irre. Eigenartig. Diese Höhle habe ich vor ein paar Wochen für die Eisenbahngesellschaft untersucht. Hier sind nur ein paar Vorräte, sonst nichts. Offensichtlich wollte hier jemand mit aller Gewalt durchbrechen. Sei vorsichtig! Ist bei dir alles in Ordnung, Shatterhand? Pass auf, Sam! Da kommen zwei Bären auf dich zu! Du musst runter von mir! Sieht aus, als hielten die beiden dich für Papa Bär! Ja, und ich habe nicht die geringste Lust, hier zu sein, wenn Mama Bär nach Haus kommt! Du hast völlig recht, Sam. Wir müssen verhindern, dass der Grizzly erschossen wird. Immerhin hat die Eisenbahngesellschaft seine Jungen gefangen. Ich verstehe, was du meinst. Da ist Sams Wagen. Sie kommen. Schnell, sie dürfen uns nicht sehen. Wir fahren ins Lager zurück und überzeugen die Eisenbahngesellschaft, die Belohnung zurückzuziehen, bevor diese Jungen noch zu Waisen werden. Wie traurig, diese armen Jungen werden zu Waisen. Halt die Klappe, Blödmann. Ich habe nicht die geringste Lust, auf meine Belohnung zu verzichten, hast du kapiert? Und jetzt kommt mit. Tötet keine wehrlosen Tiere, Vukade. Dieser Bär ist ein großer Geist, Vukade, und kein wildes Tier. Shushi, halt! Er wird dich umbringen! Ich weiß, was ich tue. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Du warst genauso tapfer, Vukade, als du dagestanden und zugesehen hast wie eine starke Eiche. Ja, stimmt. Du hast recht. Jetzt sind wir beide Krieger. Was habt ihr mit meinem Bären gemacht? Der Grizzly gehört niemandem. Er saß in meiner Falle. Und deshalb gehört er auch ganz allein mir. Lass sie los. Lass mich los. Ich bin ein großer Krieger. Oder du wirst es noch bereuen. Da krieg ich ja richtig Angst. Wovor denn Angst? Das ist doch nur ein kleines Kind. Wenn ihr jetzt nicht sofort sagt, was ihr mit meinem Bären gemacht habt, dann wird es euch verdammt leid tun. Klärt ihn ab, Jungs. Na los doch, Blödmänner. Warum hast du mich hier reingebracht? Willst du mir irgendetwas zeigen? Ach, deshalb bist du so außer dir. Du hast deine Jungen verloren, habe ich recht? Sie will uns nichts tun, Vukade. Sie sucht nur nach ihren Jungen. Sie ist verletzt. Vukade, hol mir ein bisschen Wasser. Okay, mach ich. Hm.
so aus, als hätten wir unseren lieben Shatterhand für die nächste Zeit ausgeschaltet. Sieh mal, Boss, da sind die Meerenjungen. Wieso steht ihr Blödmänner hier eigentlich so rum, als ob ihr angewachsen wärt? Na los, springt schon rein und holt sie. Ja, spring schon rein und hol sie. Du bist doch nicht angewachsen. Darf ich sie behalten, Boss, bitte? Mal sehen. Vielleicht. Aber erst werden wir die kleinen Biester dazu benutzen, ihre Mama anzulocken. Geschafft. Hoffentlich haben unsere kleinen Bärenkinder auch so viel Glück. Ah, oh, sieh mal da, Shatterhand. Scheint, als ob uns jemand davon abhalten wollte, zurück ins Eisenbahnlager zu fahren. Shoshi und Wokadi. Müssen wir nur noch eins tun, uns hinsetzen und abwarten. So, jetzt müsste es besser sein. Dass sie ihre Jungen wittert? Kann schon sein, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ist ja nur alles Kinderspiel. Sam, pass auf! Shatterhand! Schnell, du musst ihn da rausholen. Der Bär wird ihn sonst umbringen. Ich weiß. Winnetou, bin ich froh. Mein Bär ist sehr stark. Da ist es nur gerecht, wenn ich zur Hilfe komme. Hier bin ich. Wenn der Bär es nicht packt, die beiden zu erledigen, ich schaff's. Dieses Mal treffe ich das richtige Biest. Winnetou! Und es funktioniert doch. Ich hab nicht auf dich gezielt, Shatterhand. Ich hab auf den Bären gezielt, ganz bestimmt. Und ich ziele natürlich nicht auf dein Kinn, Shatter. Ich ziele auf den Baum dort. Wo ist denn der Bär? Da drüben ist er, in der Grube. Töten wir ihn!
ist nicht so, wie ihr denkt. Der Grizzly hat nur noch seinen Jungen gesucht. Wir haben unseren Hals riskiert, um das Vieh aufzuspüren. Ja, und jetzt wollen wir auch die Belohnung haben. Sieht ganz so aus, als wären sie jetzt wieder eine glückliche Familie, wenn ich mich nicht irre. In diese Bärengrube zu springen, war das Tapferste, was ich jemals gesehen habe. Danke, Winnetou. Du bist mein Blutsbruder. Und nun werden wir diese bärige Geschichte unseren Nachfahren erzählen können.